Jetzt muss ich aber erstmal raus hier doch. Kann nicht sein. Das sind ja überall Pokémons. Und nicht mal mehr gute Pokémons. Können wir mit Wambo ratzfatz besiegen? Ich meine, jetzt können wir ja wenigstens schon mal Aquaknarre. Das ist ja schon mal ein bisschen Aquaknarriger. Ja, immer noch zu wenig Schaden dafür, dass ich jetzt hier die ganze Zeit gegen diese Hampels kämpfe. Nee, kann nicht. Das macht mir noch zu wenig Schaden. Ich weiß auch nicht, ob wir da jetzt runter können. Ich will auch nicht, dass die weglaufen, ehrlich gesagt. Ich weiß aber auch nicht, ob wir da irgendwie irgendwas für machen müssen oder so, dass die nicht weglaufen. Laufen die denn weg? Ich kann mich an die gar nicht erinnern. Ich kann mich an Ho-Oh erinnern aus der Gold-Edition, ja. Aber dass die da waren, die gab es doch gar nicht in der normalen Edition, oder? Wen gehören denn zu welcher? Wo gehören die denn hin? Oder gehörten die auch? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Naja, gut. Was ist das? Ist das die Schule? Kontrollposten vor dem Glockenturm. Was für ein Glockenturm eigentlich? Wenn der Arenaleiter dieser Stadt besteigt den Turm in der Hoffnung, das Pokémon aus den Legenden wieder herbeigerufen zu können. Aber auch der scheiterte an seinem Unterfangen. Offenbar bist du noch nicht im Besitz des Orten von Teak City. Wenn du es schon nicht schaffst, gegen Jens zu gewinnen, macht es auch keinen Sinn, dass du dich am Turm versuchst. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss dich bitten, wieder umzukehren. Ich glaube, das war der Turm, wo wir Ho-Oh gefangen haben, oder? Aber was ist denn Turmruine? Was war denn Turmruine in Gold? Ich bin ein bisschen überfragt gerade. Na gut. Gehen wir aber erstmal weiter. Ich will erstmal ein bisschen trainieren und ne, sonst wir brauchen noch nicht. Es dreht sich jetzt hier gerade alles nur ums Training. So, das hatte ich noch aufgesammelt. Gegen den einen, der die Dodos hat, können wir mal kämpfen. Ja, den hatte ich, den bin ich aus dem Weg gegangen dann. Weil den Kampf brauchten wir nicht. Flieg hoch hinaus, mein scheiß Pokémon, die keine Flügel haben und doof sind. Dodo. Bip, bip, bip. Nee, dann tauschen wir erstmal Wambo durch. Dann müssen wir erstmal so machen. Geht halt nicht anders. Ich dachte nach Raserei kannst du nur noch Raserei einsetzen. War das nicht so? Oder musst du jedes Mal neu anklicken? Ich dachte Raserei wird immer stärker und dann ist er danach verwirrt. Wambo erreicht Level 13. Wir wechseln auf Wambo. Ist aber auch ganz knapp Level 13 geworden. Ne? Wir wechseln auf Amphi. Erfülltreffer. In your face, Amphi. In your face. In your Gefäß. Ha. Lustig. Nein. Okay. Wie gesagt, ich mache jetzt hier erstmal die ganzen Pokémon-Kämpfe und dann gehen wir irgendwann nach Teak City. Ich weiß nicht, ich glaube, auch unten irgendwo muss Surfer sein. Vielleicht finde ich das noch. Nein, jetzt habe ich weiterkämpfen gemacht. Och, ich Wurstpelle. Ach Mensch, ich Wurstpelle, ey. I hate myself dafür. Da gehen wertvolle EXP für Wambo verloren. Mann, Wambo. Er Wambo, sie Wambo, er sie es Wambo. Wambo, Wambologie. Die Lehre des Wambos, jeder kennt es. Das wird auch super mit Wambo. Oh, das ist jetzt ein bisschen EXP vergangen.
Schade. Schade, schade. Es schaut sich gehetzt um und scheint irgendwas zu suchen. Wasser. Es stirbt. Na ja. Schwund. Na, Kumpel? Ich habe die ganze Welt bereist. Deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Und hast deswegen bestimmt nur Macholus. Ein Felino hast du. Ah, das ist ja... genauso enttäuschend. Aber da können wir Bebop einsetzen. Dann können wir Bebop auch endlich zu Ultrigaria wieder machen. Gott. Beschieß mich nicht. Sonst rankehebe ich dich. Musst du sogar doppelt, also vierfach Schaden machen, weil es ist ja, Felino ist ja Stein, Wasser. Ja, ein bisschen EXP halt, ne? Aber viel war es nicht. Deine Fähigkeiten sind Weltklasse. Oh, ich weiß. Ich bin der Hammer. Ich hoffe, Mama schickt mir aber nicht immer nur diesen Mist. Diese Pokémon-Puppen oder Briefpapier oder sowas. Brauche ich auch nicht. Ist ein starker Trainer? Wenn du stark bist, bringst du mir dann ein paar Tricks bei? Nö. Ich bring dir sowas von gar keine Tricks bei. Ein Vati! Vatien sie hier mal. Aha! Geil! Der war auch nicht gerade gut. Eins gefällt mir wirklich nicht, dass wir kein einziges wirkliches Stein-Pokémon dabei haben. Wir sind nicht sehr gut gerüstet gegen Elektro-Pokémon. Ist mir mal so aufgefallen. Da sind wir nicht wirklich gerüstet gegen. Kann nur Zerschneider machen. Ich wollte Bebop einsetzen, weil, ja, weiß ich nicht. Weil ich Bebop Level-Up machen will, damit es Ultrigaria wird. Irgendwie so. Alter, wirklich? Bitch. Geht gar nicht sowas. Ha, kann ich auch. Aber nicht so erfolgreich wie du. Ich dachte, ich hätte irgendwie Top-Genesung, aber ich glaube, dafür sind wir einfach noch ein bisschen zu low für Top-Genesung. Sie war die ganze Zeit paralysiert, das ist schon ein bisschen kacke. Nochmal Giftpuder, vielleicht können wir es noch eingiften, dass es dann wegen seinem Gift noch stirbt, weil sonst dauert es echt lange. Ja, oder wir sind einfach paralysiert und können einfach nicht mehr angreifen. Oh. Krebsgeschwür Pokémon. Es ist so, wenn man seine Pokémon tauscht. Ach Mensch. Oh, jetzt ist Schluss. Das ist jetzt dreimal hintereinander. Nun ist gut. Das mag ich nicht. Mann, das kotzt mich richtig fett an. Was soll seine scheiß Techniken einsetzen und gut ist? Das soll hier nicht auf behindert machen. Scheiß Mistvieh, ey. Ich weiß gar nicht, wie Veganer dich so lieb haben können. Wir machen aber auch nicht gerade hier, dass wir hier abspritzen an Damage her, ne? Ach, weißt du was, Bebop? Verreck einfach. Verreck an deinen ganzen Geschwüren im Kopf. Oh, stirb einfach. Das war komplett unnötig, dich einzusetzen. Merken, nie wieder mehr Bebop einsetzen. Einfach wegpacken das Pokémon. Einfach weglagern oder so. Das ist unnötig, like the hell. Also, irgendwo hört das auch echt auf, muss ich sagen. Daneben und ich bin paralysiert und daneben und ich bin geistig behindert, ich bin Bebop. Nö. Dann verreck. Dann hast du es verdient. Ich würde jetzt echt gern Wambo einsetzen, aber... Naja, ein Donnerschock und Wambo ist tot. Blödes Bebop, ey. Kommt nicht mal mehr gegen ein Vati an. Natürlich sind wir paralysiert. Wir sind immer paralysiert.
So, Wambo ist Level 40. 14. 40 wäre schön. Tyler geht sogar auch noch Level up. Ja, siehst du, da hätte man wunderbar hier unseren Quatschschuh Bebop da einsetzen können. Aber nein, Bebop war ja der Meinung, er müsste sterben. Hätte man so gut da einsetzen können. Rankenhieb, zack, tot, bam, baff, buff, baff, fief. Mann, ich hab Hunger. Grantig, wenn ich Hunger hab. Ich brauch einen Snickers. Wobei ich Mars bevorzuge. Wobei Twix sind die besten. Wobei Milky Ways auch gut sind. Was ich gar nicht mal, das Kinder Bueno. Nee, Bounty heißen die. Ich verstehe, so ist das also. Vielleicht sollten wir Telefonnummern tauschen. Nein. Oh. Du kennst dich gut mit Pokémon aus. Nach den Kämpfen geben mir die Jungs immer Items. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wohin damit. Wenn du möchtest, kann ich dir teilen. Gib mir nur da. Ja, klar. Wenn du von den Jungs dich für Knickknack mit Items bezahlen lässt. Wenn ich das nächste Mal etwas nach einem Kampf bekomme, teile ich ihn mit dir. Bin ich deshalb ein schlechter Mensch? Hä? Wo ist denn da die Logik? Bist ein schlechter Mensch, wenn du mit... Hä? Wo ist denn da die Logik? Wie kannst du denn ein schlechter Mensch sein, wenn du teilst? Ich habe noch Angst, gegen die Evoli-Entwicklungen da oben zu kämpfen. Ich weiß, hier waren, da gibt es dann Flamara und Aquana und Blitzer und Psyana und Nachtara. Aquana, Flamara, Blitzer? Das sind, glaube ich, die fünf, die es da gibt, ne? Und die geben jeweils, glaube ich, 1000 Punkte? Das ist voll geil. Also wenn, dann, also das sind echt geile Pokémon. Das sind so geil. Evoli-Entwicklungen sind so geile Pokémon zu bekämpfen. Weil sie halt so viel EXP geben, das ist so geil. Aber ich will noch nicht gegen die kämpfen. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, welches Level die sind. Deswegen habe ich hauptsächlich Angst. Und ich habe Hunger. Wir machen sowieso heute nicht lange. Das ist nur eine kleine Zwischendurchaufnahme, damit es weitergeht. Nee, warte, wir können erstmal da oben lang. Na toll. Jetzt probiere ich gleich mal etwas aus, das ich heute gelernt habe. Jetzt wird's schmutzig. Pantimos! Okay, Pantimos ist ein Pokémon, was da ist und... Ich würde echt gern Bebop einsetzen, aber Bebop ist halt auch echt eine laue Nummer hier. Besonders im Tausch und ich weiß nicht, wie Konfusion und sowas. Was denn du? Willst du da quetschen? Ich weiß gar nicht mal, was Mimikry macht. Mimikry macht, glaube ich, doch. Mimikry macht, dass wir, dass er dann auch die Technik lernt, die wir gerade gegen ihn eingesetzt haben. Natürlich wacht es auf. Wir haben alle gerade nichts anderes erwartet, als dass das Pantimos aufwacht. Oh, es lernt der Schneider. Jetzt kann er ja weiterkommen. Gute Nacht. Sollte, glaube ich, sogar 4 EXP geben, oder? Ist ein Einzel-Pokémon? Ich würde jetzt gerne, dass Bebop an Altersschwäche stirbt, damit wir, das ist voll fies, damit wir Quapsi einsetzen können. Nicht schlimm. Stirbt nicht an Altersschwäche. Schade. Wambo Level 15. Geil. Wambo versucht Duplex Heap zu erlernen. Hm.
bringt nichts. Suplex Heap ist eine komplett unnötige Attacke. Sorry, aber es haut zweimal zu mit ganz wenig Schaden. Das ist nicht schön. Also Duplex Heap brauche ich nun wirklich nicht. Ich fürchte, ich habe noch nicht gut genug gelernt. Du verlierst deine Sachen außerdem. Oh, ist das etwa ein Pokédex? Heißt das, dass das ist großartig. Ich träume nämlich davon, ein Pokémon-Forscher wie... Ja. Nein. Oh, ich wünschte, ich könnte auch einmal Professor Eich treffen. Nein, kannst du nicht. Du bist unnötig. Geh lieber anschaffen oder so. Hallöchen. Du bist doch bestimmt so nett und lässt mich mal sehen, welche Pokémon du dabei hast, oder? Warum sind die Schönheiten immer so... nuttig? Oh, stimmt, die haben ja die Hopsprossels. Ja, stimmt. Das schreit nach einem Job für Bebop. Ich würde sagen, Bebop kommt geflogen, aber... Naja. Ups, ich wollte gar nicht Schlafpuder. Naja, egal. Schläfzeit. Ich wollte eigentlich Zerschneider machen. Aber egal. Gegen den hatten wir auch schon mal gekämpft, ne? Gegen die? Gegen das? Ich weiß nicht, was das ist. Lernt Bebop eigentlich auch sowas wie, wie Absorber und Mega-Absorber und sowas? Weil das Mega-Absorber ist noch eine ganz coole Technik. Ja, Bebop, dein Zerschneider ist echt blind, muss ich sagen. Nee, Mega-Absorber ist eigentlich noch eine ganz geile Technik, weil die halt auch viel Schaden macht. Relativ viel Schaden macht und jedes Mal KP wiedergibt. Aber mich würde es einfach auch schon freuen, wenn es einfach nur Rasierblatt lernt. Da wäre ich auch schon komplett zufrieden mit. Pubbeluff. Da müssen wir wechseln. Da hilft nur ein Wambo. Wenn wir mal gegen Feuer-Pokémon kämpfen, dann könnten wir ja auch Wambo einsetzen oder gegen Stein-Pokémon oder so. Aber derzeit eher nicht so, ne? Besonders, weil wir die ganze Zeit gegen Wasser-Pokémon kämpfen. Ach, weiß ich, mach das mal ein bisschen schneller. Ich hol da mal Lila raus und dann brennt sie die Scheißblume ab und dann ist Ende. Wenigstens entwickelt sich Bebop bald. Das ist ja auch schon mal was. Yay, Wambus Level 16. Ich bin froh, dass ich dein Pokémon-Team sehen durfte. Ja, ich weiß. Ich bin froh, dass ich deine Unterwäsche sehen durfte. Oh, Mutti, Entschuldigung, ich hab's echt nicht gesagt. Hallo, Case, wie geht's dir? Ich habe heute beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden und es dir von deinem Geld gekauft. Tut mir leid. Hol es dir bitte beim Lieferanten im nächstgelegenen Kaufhaus oder Pokémon-Supermarkt ab. Du wirst es sicher brauchen können. Tüt. Okay. Und da soll man auch wohl diese Steine bekommen. Bis jetzt habe ich da immer nur Pokémon-Plüschtiere und so ein Mist gefunden, was... Naja, Dinge, die man echt nicht braucht. Ich brauche kein Pokémon-Plüschtier. Nochmal ganz kurz, dass wir mal speichern. Das wäre mal will. Man weiß ja nie. So, hier oben ist diese Miltang-Farm. Wir gehen erstmal in den Stall. Ich bin so froh, dass ich gespeichert habe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Alter, das war... der geilste Moment zum Speichern, den es gab. Miltang! Sein Ruf ist sehr schwach. Muku ist krank. Es braucht jetzt sehr viel von Sneebel. Es ist eine Sinnelbeere, die es so gern mag. Muku ist krank. Es braucht jetzt genauso viel, wie ich das gerade eben... Wir sind Zwillinge, wir sagen immer dasselbe. Ich habe leider gar nicht so eine Bären, ne? Ich habe keine einzigen so einer Bären dabei, aber gut, brauchst du auch nicht. Unsere Miltang gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Die Leute reißen sich regelrecht darum.
Aber wenn wir dem kranken Pokémon sehr viele Schniedelbeeren zu fressen geben, kommt es vielleicht wieder auf die Beine. Ich hab keine. Gott, nötigt mich nicht, Schniedelbeeren dabei zu haben. Außerdem habt ihr doch andere Mehltanks. Ihr tut ja gerade so. Zeig doch mal, was dein Pokémon-Team so drauf hat.